Hallihallo, oh mein Gott, das ist knapp. Willkommen zum letzten Part hier definitiv dieser Session. Willkommen zu Part 50 von Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich werde ja aber eine Pistole nutzen, scheiß. Das wäre nicht gut, ich muss die... Wo ist denn hier eine scheiß Glocke, Mensch? Die wird mir nicht mehr angezeigt. Wo ist denn hier bitte eine Alarmglocke? Na, die ist da hinten. Ich kann sie sehen. Gut. Hä? Wo ist denn deine Grenadier hin? Da. So, dann werden wir hier schön ins Gebüsch locken. Scheinbar mal ins Pläne stehlen. Das Ding sabotieren, da die Pläne stehlen, dann werden wir schauen, was wir für den Rest des Parts hier machen werden. Schön noch im Gebüsch verstecken. Eine Plünderung, der hat bestimmt schön ein paar Pfeile für uns. Rauchbombenkugeln, na verdammt. Los! Oh Gott, Alter. Alter, ey, das ist doch einfach ne. Ja, komm her, du Pumper. Pumpernickel. Alter, war das knapp. Never mind then. Intruder! Help! He won't get away. He'll tire. Playing the mouse, yeah. Wait. What if he's in hiding? Yeah, what if he's in hiding? Puh, Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. So, getreten hier. So, was ist denn das hier? Komm, zeig uns mal, was du hier versteckt hast. Ich hoffe, ihr wählt den rechten Kurs, Gentlemen. Oh Gott. Und akzeptiert die Begnadigung, sobald ihr mit euch im Reinen seid. Denn bis es soweit ist, dürft ihr allesamt Nassau nicht verlassen. Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage ist das Pardon eure beste Chance. Der Gouverneur drückt sich viel zu freundlich aus. Verbreitet dieses. Akzeptiert des Königs Schutz. Sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauern und brechen euch eure Hälse. Frieden, Commodore Chamberlain. Wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Oh, vielen Dank, Sir. Gott segne euch. Ich sehe dies als Wink des Schicksals, Männer. Wir sollten das Pardon annehmen und retten, was uns an Würde geblieben Pisse. Ist. Ich hänge lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Geh zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit, eine Chance, aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen, getragen von Männern mit Visionen. Und in nur 2 Jahren setzten wir sie auf Grund. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Welpen ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Galgen. Ihr seid tote Männer! Bastarde! Ich brauche einen Schnaps.
Dauer so viel. So, wir bitten um Palle. Ja, Alarmglocke sabotiert. Am Vorsprung gegen Wochentöten haben wir alles geschafft. Ja, ein bisschen weniger Zeit oder ein bisschen schneller hätten wir das hier gekriegt. So, Nassau. Ja, dann haben wir hier direkt die nächste Main Quest. Warte mal, hier bei den. Wo sind denn die Seychellen? Die Seychellen sind auch hier, oder? Grand Cayman, Cayman Sound. Mysteriosa. Aha, das ist Maya Tempel. New Bone, aber das sollten ja auch die Cayman Islands. Ne, nicht die Seychellen, ich verwechsel das die ganze Zeit. Mann, ich bin auch ein Idiot. Die Cayman-Inseln, ja, ja, das sind die definitiv. Da wahrscheinlich ist dann da die letzte Templerjagd. Hier in Cruz. Im Cruz-Gebiet. In dem Kutz-Gebiet. Kutz-Futz. So, wir machen aber, glaube ich, dennoch hier, ne, solange wir sagen, der hat nicht so ein Nassau, dann machen wir wieder ein Nassau. Ne, wenn die. Scheiße, nicht verfügbar. Deine Mutter ist auch nicht verfügbar, wenn ich Lust hab, Mann. Jetzt müsste ich wieder sneaky sein. Ja, bei jedem Abmurksen und entdeckt werden, ist mir eigentlich Wumpe. So, nicht mal ansatzweise verreckt hier und so. Boah, einfach weglaufen, easy. Haltet sie, Young! Ah, ihr kriegt das hin. Das ist eine Truhe. Sehr gut. Gib mal her. So, Schlafpfeile haben wir bekommen, das ist doch nett. Können wir jetzt hier nochmal Pfeile herstellen? Ich brauche nämlich ein paar Pfeile. Ich hab auf einmal nicht mehr so viele. Schlafpfeile. Ja, wäre sehr schön. Hab ich nochmal wieder ein paar hoch. Wir haben ja genug Knochen. Machen wir mal auf 8. Das klingt gut. Und genauso werden wir es auch mit dem besagten Pfeil machen. So, dann haben wir immer noch 20 Knochen. Genug, um mehr und mehr Pfeile zu machen. So. Das so, 10 von 22 Truhen. Ja, so viele haben wir, das ist doch unglaublich. You don't need to shop anywhere else, good folk. I've got it all. Boah, muss ich mich extra. So, ja, geht doch. So, auf zur Taverne im Leggy Leg Leg. Und machen wir hier die nächste Mission. Die Pulververschwörung. Seht sie an, die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Aye. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Okay. Ich frage mich echt, wie lange dieses Projekt dauern wird. Das wird ja ewig dauern. So, Pulverfässer stehen, weil ich meine, ich habe das Gefühl, wir sind gerade erst so in der Mitte der Geschichte. Und da haben wir noch echt viele so Nebenaktivitäten. Bin ich aber, ich glaube, ich bin einfach extrem langsam oder so. Blastrohr gegen Wachen ersetzen. 10 Mal! Ach du Scheiße. 4 Wachen mit einer Attentatserie töten. Ja, okay.
Dann tun wir das. Hier ist eins dran. Stop! Stop now! Look there! Get him! So, Attentatsserie. Kommen die mit den Granaten hier? So, wenn ich jetzt. Komm, greif mich an. Töte ich dich. Dann hau ich dich. Okay, geht nicht, super. Oh. Was ist denn gerade los mit mir, ey? Man kann ja keine richtige Serie machen mit den Grenadieren hier. Nee. Muss ich anders angehen. Die Grenadiere habe ich mit dem Blashorn weg und die anderen versuche ich mit einer Kette hier zu holen. Deswegen bin ich halt so offensichtlich reingelaufen, um mal so einen fetten Kampf schön zu provozieren. Was aber natürlich gar nicht gut war. Ja. So, die hauen sie jetzt gegenseitig weg. Sich hier an. Während die fighten, gehe ich da rein. Nehme den weg und dann schauen wir mal. So. Stehlen, okay. So, dann laufen wir mal hier rüber. Come one and all! Today I'm feeling especially generous! It's but a pittance, I ask, for treasures beyond imagining! Press it hard! So, und jetzt? So, das sind vier. Sehr schön. So. Damit haben wir auch dieses optionale Ziel definitiv erreicht. Gehen wir mal. Was ist denn überhaupt hier das nächste von den Vieren? Ja, da gehe ich erstmal dahin. So. Da kann ich auch nochmal dann ein paar mit irgendwie Blasröhrchen anpupsen. Und dann haben wir auch da die optionalen Ziele definitiv erreicht. Ach, schön runtersliden, das ist auch ganz nett.
Ja, ich bin gerade ein bisschen leer nach dem 1000 Jahre langen Vorlesen und so, deswegen ich versuche gerade einfach nur meine Pflicht zu machen. Zwei von denen? Ah, da brauchen definitiv einen Berserkerfall hier. Damit er seinen Kollegen wegsnackt. Wo denkst du, du gehst? Ja, I'm going where I want. Fecker. So, hier kann ich den Scheiß. Lass mich das mal stehlen hier. Hallo? Achso, ich hab das Symbol nicht gesehen. Gut. So, 2 von 4 gestohlen. Hier kann ich aber mal weglaufen. Das sollte kein Problem sein. Ah, da ist diese große Treppe. Da will ich aber nicht in meinen Tod stürzen. So, dann hier rüber. Ja, auf der Zeit sieht es gut aus. Hoffentlich schaffen wir das rechtzeitig. Hier, auf jeden Fall den Teil der Mission. Ja, die gesamte Mission. Ja, wahrscheinlich müssen wir dann noch mit dem Schiff rüber und pipapo. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Interloper, raise the alarm! Hurry up, lads! He's trying to play us! Intruder, I need some help here! Dan! Circle round, surround them! Ja, ich hab Bock, man. Ich hab keinen Code für Sneakiness hier. Stop you! Get out of those bushes! Hallo, ich lieg auch am Boden! Schwerter sind sehr, sehr stark. Diese Schwerter sind wirklich sehr stark. Ja, als ob die alle keine fucking Pfeile haben. What's that in the thicket? Hey! Any last word? I can get it from here. Verarschen. So. Das weg. So. Ach, da hinten ist das Ding. Da hinten ist das letzte Pulverfass. Noch 6 Minuten hier im Part, wenn ich es richtig sehe. Was herstellen, das wäre ganz gut. Herstellung nach ganz unten hier. Ja, auf jeden Fall kann ich noch was herstellen, sehr schön. Ja, ein paar würde ich dann noch machen. Auf jeden Fall, finde ich ganz gut.
I've got a shot! I can get him from here! Ready to... You really think they won't catch you? Ha! You'll be playing the mouse, yeah? I've got a good line on him! I've got a shot! Behind him! Oh, hol ihn doch mal weg. We're not losing that fight. So schön, dass ich immer B drücke, aber das bringt halt gar nichts. Das ist bedeutungslos. Einfach nur bedeutungslos. Wo ist denn der Grenadier? Die haben doch meistens immer nützliche Sachen. Aber liegt da jetzt nicht, also scheiß doch drauf. Na, bin ich mal gespannt hier. Ja, doch, Mission beendet. Sehr schön. Die Pulververschwörung. So, dann werde ich mal definitiv hier ein bisschen früher den Part beenden. Wir sehen uns dann. Ich weiß, nicht der geilste 50. Part aller Zeiten, aber ich habe jetzt echt ein bisschen viel aufgenommen, damit ich halt eine Zeit überbrücke, wo ich nicht zu Hause bin. Und deswegen bin ich jetzt echt auch ein bisschen jetzt ausgelaugt. Man sieht sich. Bis dann. Und ciao.